Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gamer-Engineers, willkommen zur nächsten Folge Super Mario Odyssey! Ja, das ist äußerst lange her. Gott sei Dank haben wir hier das Open World Feature. Und was hier abgeht, ist auch genauso krank, wie sich's anhört. Das ist nämlich ein Giftsumpf. Oh shit. Ich dachte, es geht sich aus. Tut mir leid. Habe ich den Mond da drüben jetzt wenigstens? Ja, weil ich hatte nur zwei. Stimmt. Die Grütze hier ist vermutlich auch... Ja, da sieht man es auch schon. Ist tödlich. Okay, da drüben gibt es auch so einen Spotpoint. Jetzt verprügle ich erstmal das hier. Ach komm. Als wenn ich den nicht bekommen hätte. Haha, das nennt man Skill, Alter. Da oben sind zwei Schatztruhen auf diesem... Podest da oben. Ich sehe schon sogar eine zweite Halftime. Jetzt ist es ja in Wirklichkeit ja keine Halbzeit mehr. Jetzt ist es ja eigentlich so mehr oder minder was wie... Ja, wie drückt man das jetzt am besten aus? Naja, sowas wie ein Speicherpunkt einfach nur mehr. Ja, ich glaube, das trifft es am ersten. Komm, das lassen wir so. Ich beobachte da mal lieber, wie lange das oben bleibt. Oh. Etwas verdächtig viele Kakteen hier. Meint man nicht? Boing, boing. Ja, das ging in den alten Super Mario Teilen ja sehr gerne mal durch. Bam, oh. Ach du Scheiße. Dass man auf die Art halt so... Wow. Ein Mond! Boah, ist der... Hey! Okay, oben auf den Ruinen, das ist hier. Dann gibt es da noch einen und da noch einen. Ich verstehe sogar, wie man an alle rankommt. Komm schon. Das wäre Nummer 1 und ich glaube, wenn man so dahin fliegt, ist das hier Nummer 2. Ja, genau. Da! Oben auf dem Steinbogen. Ich möchte jetzt schon mal so viele wie möglich sammeln. Bam. Weil ich ja dann weniger Backtracking betreiben muss.
Und das ist doch vorteilhaft. Und ich verstehe nicht, warum, wenn ich die Taste drücke, immer wieder, weiß ich nicht, wie landen muss, aber total verkrankt halt. Oder irgendwie ganz seltsam. Okay, da oben ist dann... Ja, okay. Ach so, man ist dann nicht tot oder was? Nein, ist man gar nicht. Auf dem Zeug kannst du laufen. Oh. Also ich hätte es besser gefunden, wenn man da gestorben wäre. Aber ja gut, im Original Mario 64 für die N64, da warst du ja auch nicht so schnell hin. Da gab es ja auch Dinge, mit denen man sich relativ lange beschäftigen musste, sage ich jetzt mal. Natürlich ist natürlich bei seinem langen Let's Play ein einziger Let's Player lange nicht genug, um dieses Spiel würdigend zu schätzen. Deshalb habe ich meinen guten Freund Marc gebeten, auch mal wieder dabei zu sein. Besser gesagt, werde ich es noch tun. Es ist ja immer noch der 27. Also das Game ist gerade mal heraus. Und wenn du es noch einmal daneben ziehst, stopfe ich dich aus. Na also. Na geht doch. Endlich mal ein bisschen Skill, Mario. Uiuiuiuiuiui. Was hat mir diese Abkürzung jetzt eigentlich gebracht, mal so im ganzen Klartext? Ich komme hier doch weder schneller hoch noch sonst was. Die Abkürzung war vollkommen unnötig. Die Szene kennt man auch schon aus Trailern, zumindest wer sich den... Ach, die... Okay, das ist nicht so wie im Original. Hm? Oh! Ist das fies! Uiuiuiuiui, das ist aber ganz schön schwer. Oh! Ja, klar! Pff, alter Schwede! War das knapp! Krass, Mann! Okay, was gibt's für Tür Neues? Mondstück im Sand. Ach, das ist dieser Typ, der überall durchblicken. Ah, verstehe. Oh, warte, den darf ich nicht bedienen.
Das heißt, ich muss da wahrscheinlich nochmal hoch. Ach komm, machen wir es gleich. Beamen uns gleich wieder nach oben, dann kann ich das abhaken, weil dann muss ich die Münzen am Ende wieder nicht suchen. Ist mir ehrlich gesagt lieber, alles schön in Einheit, in Reih und Glied. Ist mir ehrlich gesagt lieber, um die paar Sekunden, was das dauert. Die habe ich auch noch. Versteht ihr? Das, wenn sowas passiert und ihr wollt wirklich auf 100% spielen, dann gebt euch die volle Dröhnung. Das muss man aber, glaube ich, verdammt schnell. Na gut, muss man nicht unbedingt. Bam! Und zack. Boom, Alter, ist das heftig, wollte ich sagen. Jo, ist es. Wie sieht's denn damit eigentlich? Okay. Stehen bleiben. Okay. Die Szene kennt man im Übrigen auch schon aus diversen Trailern. Ein P-Schalter. Was macht der hier? Okay, da oben führen solche Plattformen hin und her. Aber jetzt weiß ich nur nicht, wie ich da hochkomme. Ach, jetzt weiß ich auch, was hier zu tun wäre. So im groben Querschnitt. Fallen wir da ja auch nicht runter. Obwohl, hier in Odyssey ist es gar nicht so schlimm. Weil es gibt ja eigentlich keine so gesehene Overworld mehr, wie in Mario 64 halt das Castle oder in... wie hieß es noch? In Piazza Delfino. Scheiße. Okay, warte mal. Alles außer die hinteren beiden ist miteinander verbunden. Sehr gut. Okay, dann weiß ich ja zumindest schon mal, wie ich laufen muss. Eigentlich hatte ich geplant, jetzt wo das so schnell ging irgendwie. So, wenn man da jetzt gerade rüberlaufen kann. Kein Problem. Der Unterschied ist einfach nur, dass ich jetzt einen Mond bekomme. Was dahinter jetzt allerdings so irrsinnig schwierig ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich kann jetzt einfach hier runterspringen. Bowsers verfettete Füße sind natürlich hier abgebildet. Wie soll es denn anders sein? Ich weiß nur nicht, wie viele Monde halt das andere Imperium hat. Aber das Größte, was ich weiß, soll genau über 50 haben.
Das heißt, ich schätze mal so, es gibt weitgehend über 300 Monde. Das ist schon eine Hausnummer. Okay, ja. Da oben ist wahrscheinlich dann der nächste Kampf, aber bisher war es ja nie so, dass Bowser Peach heiraten wollte. Ich meine, der wollte sie immer nur entführen und für sich haben, aber so richtig heiraten, die zwei? Das ist ganz was Neues, das ist mal richtig innovativ eigentlich. Ich muss ja fast schon Lob aussprechen. Ja, da oben ist halt auch noch. Was es mit diesem komischen Monden auf sich hat, den man jetzt noch nicht kriegen kann, verstehe ich nämlich nicht. So, um was geht's hier? Reise die Bräu... Ah, okay, gut, das kenne ich schon. Ja, darin habe ich Übung aus Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Hey, ich weiß, dass da ein Mond drin ist. Jetzt gib ihn schon her. Dann muss ich den irgendwie treffen oder so? Verstehe ich nicht. Oh! Was ist denn hier passiert? Aber mal ehrlich, was hat denn das für den Sinn? Früher hatten, also in den meisten Mario-Abenteuern, hatte es für Bowser irgendeinen Sinn, dass er Peach entführt. Sagen wir mal. Okay, aber was hat denn das dann jetzt für einen Sinn? Ah, die Idee aus Mario Galaxy. Na geil. Wow, das ist aber ein bisschen knapp. Ach du Scheiße. Das ist ja richtig knapp bemessen. Leute. Ja klar. Ich chill hier an der Decke. Einfach so, ich chill hier. Kann mir wer Bier vorbeibringen? Bitte, hättet schon Gusta. Ja. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen fröhlich, seitdem dieses Spiel rausgekommen ist. Es hat mir irgendwie gut getan. Moment mal. Das hat doch bestimmt irgendwelche... Oh! Oh, nö. Schaffe ich nicht mehr. Das war fies. Wäre ich ausgewichen, hätte ich es noch geschafft. Aber es ist eh egal. Man verliert ja Gott sei Dank nur Münzen und wird aus dem Screen geworfen. Das ist ja weniger das Problem. Moment mal. Ist hier zufällig was? Okay, okay. Also man muss auf jeden Fall hier durch. Ja. Scheiße. Das war so nicht gewollt.
Ach, egal, komm, den Boss besiege ich so auch. Das ist ja kein Problem. Aber ich befürchte, dass sich das erst im nächsten Part ausgehen wird. Leute, es ist schon der 5. Part dann. Aber ich muss. Sorry, Leute, und außerdem muss ich dringend kacken.